Wenn ich denke, dass man Türkei möchte in die EU aufnehmen, ich lese es noch einmal vor, was Erdogan einmal aussprach unter seinen Leuten. Die Demokratie in Europa ist nur der Zug, auf dem wir aufsteigen, bis wir am Ziel sind. Die Moscheen sind unsere Kasernen, die Minarette unsere Bajonette, die Kuppeln unsere Helme und unsere Gläubigen unsere Soldaten, Islamisten. Und die Deutsche Merkel war beim Erdogan und hat ihm gesagt, die werden schauen, dass sie in die EU aufgenommen werden, sodass ihr frei hereinkommen könnt. Und das ist das, was der Erdogan sagt. Seht ihr, wie verblendet? Teufel, komm raus. Gerade vor kurzem, man sagt ja, der wird kontrolliert, da kann nicht jeder gerade reinkommen und so, man hat Kontrolle. Ein deutscher Reporter hat sich als ein Flüchtling ausgegeben, die Schweiz eingetreten, er wurde in ein Flüchtlingslager hineingegeben und dann hat er gesagt, er würde wieder ausreisen, zurück, hat mir die Karte gegeben, er ist aber nicht ausgereist, er ist herumgereist in der Schweiz. Er wollte mit zeigen, schau, wie leicht können da Kriminelle hereinkommen oder noch versteckte Soldaten. Ich erinnere da wieder an das trojanische Pferd. Und dann können sie da heraustreten und wirken. Das ist nicht nur in der Schweiz, es ist in Deutschland, überall. Und wen greift Europa jetzt an? Den ungarischen Staatspräsidenten. Und genau der hat das einzig Richtige getan. Wir sind ein christliches Land. Wir nehmen keine Islamisten auf. Danke.